Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute über die Einzelpläne des Hessischen Finanzministeriums, der allgemeinen Finanzverwaltung und auch der staatlichen Hochbaumaßnahmen debattieren, sollten wir schon zunächst – und das haben ja auch einige Vorredner getan – noch einmal auf die milliardenschwere Kreditaufnahme in Form des Sondervermögens zu sprechen kommen. Ja, und in der gestrigen Generaldebatte darüber habe ich noch ein bisschen nachgedacht, hat der Ministerpräsident Volker Bouffier ja gesagt, er hätte sich nie erträumt, mal die Zustimmung für sein politisches Handeln von der Linkspartei zu bekommen. Ich möchte das, meine Damen und Herren, mal ein bisschen umdrehen. Ich hätte mir ehrlich gesagt auch nie träumen lassen, dass ausgerechnet die zwei Parteien, die uns jahrelang gepredigt haben, Schulden machen sei des Teufels, die die knausrige schwäbische Hausfrau zum ideologischen Vorbild allen fiskalpolitischen Handelns verklärt haben, ja, dass ausgerechnet diese zwei Parteien ihre fiskalpolitischen Grundsatzüberzeugungen in der Krise über Bord werfen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber das Abenteuerliche ist ja die Behauptung von Ministerpräsident Volker Bouffier, dass nur das solide Wirtschaften der letzten Jahre jetzt ermöglichen würde, eine solche Kreditaufnahme zu machen, die ist doch wirklich abenteuerlich. Von 1,42 Milliarden Landesschulden haben Sie in den letzten Jahren lediglich 800 Millionen € abgebaut. Wie diese Minimalleistung, die ich im Übrigen nie für besonders sinnvoll gehalten habe, nun ermöglichen soll, dass man 12 Milliarden Kredite aufnehmen kann, das ist eine Rechnung, die sich mir nicht erschließt und die wahrscheinlich nur eine Funktion erfüllt, Ihr schwarz-grünes schlechtes Gewissen zu befriedigen. Und ja, jetzt weiß ich, dass es dem manch einen in der CDU besonders schwerfällt oder besonders wehtut. Aber klar, wenn CDU und GRÜNE in der Krise endlich einsehen, dass man, Zitat Ministerpräsident Bouffier, ohne Neuverschuldung nichts machen kann, ja, dann sind wir doch die Letzten, die sich diesem Erkenntnisgewinn verschließen, diesen kritisieren, auch wenn wir die Sorge haben, dass er nicht von besonderer Dauer zu sein scheint. Denn der Haushaltsentwurf zeigt doch eindeutig, ohne die Kreditaufnahme durch das Sondervermögen wird es gar nicht gehen. Aber, und das ist auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang, es geht ja nicht allein um das Sondervermögen. Die Landesregierung plant darüber hinaus, 840 Millionen € weitere Kredite aufzunehmen und hat 250 Millionen € ungedeckte globale Minderausgabe eingeplant. Allein im laufenden Jahr rechnet die Landesregierung in der Finanzplanung mit einem negativen Finanzierungssaldo von 3 Milliarden €, und im nächsten Jahr sind es dann noch einmal 770 Millionen €. Und angesichts dieser groß angelegten Kreditaufnahme, die wir als LINKE, wie im Übrigen viele Ökonomen auch, alles andere als verwerflich finden, betont der Finanzminister Boddenberg doch allen Ernstes, dass die Schuldenbremse weiter gelten würde. Sie bestehen ja darauf, dass die Regeln der Schuldenbremse ja im Grunde eigentlich und überhaupt und ganz grundsätzlich und generell ja und überhaupt weiter gelten würde. Wissen Sie was? Ich glaube, die Zahlen zeigen eine andere Interpretation. Die Schuldenbremse, die Sie jahrelang propagiert haben, die ist krachend gescheitert. Das zeigen die Entwicklungen in diesem Jahr. Denn völlig klar, in der Krise ist doch mit einem Verbot von staatlicher Kreditaufnahme überhaupt kein Staat zu machen. Und blicken wir noch einmal auf die mittelfristige Finanzplanung. Bis 2024 veranschlagen Sie 1,5 Milliarden € an Globalpositionen, also ungedeckte Schecks. Im Jahr 2024 wollen Sie dann endlich wieder Ihre doch ach so geliebte schwarze Null erreichen, allerdings eben auch nur durch eine globale Minderausgabe von 450 Millionen € und mit 400 Millionen € aus den Rücklagen. Und auch dabei wollen Sie uns erklären, die Schuldenbremse die gelte doch weiter. Also ich glaube, diese Zahlen die zeigen, dass Ihre Interpretation doch mehr dazu dient, Ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, als der Realität standzuhalten. Für uns als LINKE ist völlig klar, wir haben aus politischer Überzeugung der Aussetzung der Schuldenbremse und der Einrichtung eines Sondervermögens zugestimmt. Und wir werden dafür kämpfen, dass das der Anfang vom Ende der Schuldenbremse sein wird. Und damit es da aber kein Missverständnis gibt,
falsch finden wir, dass Sie bereits jetzt schon 2021, mitten in der Krise, von der wir alle noch nicht wissen, welche fiskalischen Auswirkungen Sie in den nächsten Jahren noch haben wollen, wollen Sie schon wieder mit der Schuldentilgung beginnen. Und es steht zu befürchten, dass genau diese Mittel dann für andere wichtige Ausgaben fehlen werden. Und wenn Sie jetzt schon davon sprechen, dass Sie mittelfristig wieder konsolidieren wollen, ja, da schwant uns Böses. Und deswegen sagen wir, dass wir auch künftigen Kürzungsprogrammen massive Ablehnung und Widerstand entgegenbringen. Auf jeden Fall bleibt meine Freude aber ungetrübt, dass sich Minister Volker Bouffier jetzt, der Ministerpräsident Volker Bouffier jetzt in der Krise alte linke Erkenntnisse zu eigen gemacht hat, dass es falsch sei, in die Krise zu sparen. Ich finde das eine interessante Entwicklung. Ministerpräsident Bouffier, der alte Keynesianer, muss sich ausgerechnet in dieser Frage der Kritik der SPD erwehren, die dem Märchen der Neoliberalen auf den Leim gegangen ist und jetzt gemeinsam mit der FDP gegen öffentliche Kredite wettert, aber geschenkt. Wir sind der Meinung, in der Krise darf ein Gemeinwesen sich nicht zu Tode sparen. Sie muss aktive Konjunkturpolitik betreiben. Und das muss auch das Land tun und die Konjunktur wieder anschieben. Und nicht nur das, wir sollten Hessen sozialer, gerechter und ökologischer machen. Bei diesem Anspruch enden dann auch unsere Gemeinsamkeiten mit CDU und Grünen. Wäre Holger Bellino jetzt da, würde er tief durchatmen. Denn CDU und Grüne schaffen es trotz eines Sondervermögens von 12 Milliarden € für die nächsten Jahre nicht, Hessen von einer eingefahrenen Straße auf ein neues Gleis zu setzen. Der Sinn und Zweck des Sondervermögens scheint vor allem CDU und Grüne über die Legislaturperiode zu retten. Das ist aber zu wenig für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, die sich ein gut entwickeltes Gemeinwesen wünschen. Die Linke, wir haben im Frühjahr schon bereits einen Plan vorgelegt für einen Neustart aus der Krise, haben Änderungsanträge zum Nachtragshaushalt eingebracht, zum Sondervermögen, und wir haben deutlich gemacht, dass es noch ganz andere Hebel braucht, um einen Neustart in Hessen hinzubekommen. Nach wie vor zeigt auch dieser Haushaltsentwurf, es fehlt an Investitionen in Schulen, in bezahlbare Wohnungen, in Krankenhäuser, erneuerbare Energien und auch in die Verkehrswende. Und genauso wie wir jetzt zwar Hilfen für Großkonzerne und größere Unternehmen organisieren, aber noch immer nicht alle von der Pandemie betroffenen, besonders betroffenen Gruppen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und wir wollen auch nicht, dass wir wie die Bundesregierung und ich befürchte mit Zustimmung der Landesregierung Luftfahrtkonzerne gerettet werden, die dann anschließend Zehntausende Beschäftigte auf die Straße setzen. Wir wollen, dass wenn es öffentliche Gelder gibt, dann müssen die genutzt werden, um Demokratie auch in der Wirtschaft auszubauen, die Mitbestimmung auszubauen und eben den so dringend benötigten sozialökologischen Umbau einzuleiten. Wir wollen einen Weg aus der Krise in eine Zukunft, mit der wir soziale Ungleichheit und Klimakrise überwinden. Die Zeit für einen Neustart, die ist reif, und ein Blick auf Ihre Haushaltsplanungen zeigt, dass Sie diesen Neustart leider nicht ermöglichen. Interessant ist es, wenn man sich Ihre Haushaltsplanung anschaut, dass die schwarz-grüne Landesregierung endlich nach vielen Jahren eingesehen hat, dass Personalabbau im öffentlichen Dienst einem funktionierenden Gemeinwesen nicht besonders sinnvoll für ein Gemeinwesen ist, sondern dem auch zu schaden. Von den Personalabbauprogrammen, die noch vor einigen Jahren ja von Ihnen sehr gewünscht waren, findet sich in diesem Haushaltsplanung gegenwärtig nichts. Wir glauben aber, dass, und das werden wir auch mit unseren Änderungsanträgen deutlich machen, zur dritten Lesung, dass es an der einen oder anderen Stelle natürlich noch einen erheblichen Mehrbedarf auch bei der Personalplanung geben soll. Ein Neustart, den braucht nicht nur Hessen insgesamt, sondern den brauchen auch die Finanzierung der Kommunen, der kommunale Finanzausgleich. Wenige Jahre, muss man sagen, nach dem Alsfeld-Urteil des Staatsgerichtshofs muss die Landesregierung feststellen, dass der KFA in der Krise den Kommunen eben keine verfassungsgemäße Finanzausstattung mehr gewährleisten würde. Sonst müsste man ja nicht in diesem Maße auch nachjustieren. Und insofern finde ich, Herr Kollege Reul, ist die Übereinkunft mit den Kommunen jetzt auch nichts, worauf man so besonders kräftig stolz sein sollte aus Regierungssicht, sondern das ist eine schlichte Notwendigkeit, um die Kommunen in dieser schweren Krise nicht im Regen stehen zu lassen. Und unabhängig auch jetzt von dieser Einigung, die auch wir ja im Grundsatz begrüßt haben, zeigt sich, dass in der Frage der Finanzierung der Kommunen insbesondere für die nächsten Jahre noch einige
Fragen offen sind und dass noch immer die Sorge bleibt, dass die Kommunen in den nächsten Jahren dann wieder zum drastischen Kürzen gezwungen sein werden. Und zumindest bei mir sind die Erinnerungen an die durch die Landesregierung erzwungenen Kürzungen der vergangenen 10, 15 Jahre noch zu frisch, als dass ich jetzt so besonders optimistisch in die Zukunft schauen würde. Im Rahmen der Allgemeinen auf die Redezeit hin. Ja, genau. Im Rahmen der allgemeinen Finanzverwaltung sprechen wir auch über die Frage, wie man Haushalte eigentlich besser und gerechter finanziert. Sie kennen da die innovativen Vorschläge der Linken. In der Krise kann man sich eine alte Idee der CDU, nämlich die des Lastenausgleiches, zu eigen machen, eine einmalige Vermögensabgabe erheben, um die Reichen und Superreichen angemessen an den Krisenkosten zu beteiligen. Und vielleicht wäre das ja auch noch mal ein Tipp für die hessische CDU. Richten Sie doch dem Vorsitzenden Ihrer Bundestagsfraktion, Herrn Brinkhaus, aus, dass die Länder auch gerne einen Anteil von dieser Abgabe hätten. Dann müsste man sich auch nicht an anderer Stelle streiten. Also, wir sind der Meinung, die Kosten der Krise sollen diejenigen Schultern tragen, die besonders stark sind. Und im Übrigen, weil wir auch über den Einzelplan 18 reden, zeigt es noch einmal auf PPP-Projekte. Auf die können wir verzichten. Die Leo-Evaluierung, die wird aus unserer Sicht, wenn sie vernünftig angelegt ist, nur zeigen, dass diese Projekte dem Land Hessen geschadet haben. Und wenn man sich etwas einsparen kann, dann öffentlich-private Partnerschaften. Sie nutzen vor allem privaten Investoren und schaden der öffentlichen Hand. Vielen Dank.